Kinas, willkommen zurück zu Speck Royal. Ich meine Fett Royal, ich meine Clash Royal. Menno, Mann. So. Ja, hi. Und bye. Hi Truhen und bei Truhen, so meine ich das, nicht? Hi Zuschauer und bei Zuschauer, ne? Hi Zuschauer, sage ich schon bei Kinas. Ja? So. Damit ihr diesen Werdegang dieser Begrüßung versteht. Ich schaff's irgendwie in letzter Zeit nie, die ganzen Silbertruhen oder die ganzen unten stehenden Truhen auf einmal offen zu haben. Ich schaff das nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich hab einfach keine Zeit. Ne? Es tut mir sehr leid, aber ich krieg's nicht hin. Ne? Was wir heute aber wahrscheinlich hinbekommen werden, oder ich hoffe, dass wir das hinbekommen, sind 10 Kronen in der Kronentruhe. Ja. Hoffen wir mal. Hoffen dürfen wir ja, ist die Frage des Tages, ob das denn auch so klappt. Ja, gut. So, ich frage mich immer noch, Kanone, nützt du mir was? Oder soll ich nicht doch lieber wieder zum Tesla greifen? Ich weiß es nicht, ey. 792 Leben. Es ist einfach, ich weiß nicht, ey. Es ist, wow. Der Tesla, ich finde den interessanter so an sich. Komm, wir packen mal den Tesla rein. So. Machen wir so, da steigt natürlich das Elixierkosten Gedöns auf 3,3, aber ist mir egal. Aber na. Jetzt gegen Umut-chan. Brudes, was geht? Brudes! Ja. Brudes, so ein Spruch, den ich, oder so ein Sprichwort, was ich halt, naja, das ist so ein Sprichwort, das ich eigentlich immer so auf Twitter nutze, aber nie irgendwie so, wenn es darauf ankommt. Weiß ich nicht. Das ist ein Sprichwort, das nutze ich irgendwie immer. Das nutze ich irgendwie immer so auf Twitter, aber so nie in Let's Plays. Das habe ich gerade, glaube ich, zum ersten Mal so gesagt und hi. Ihr wisst Bescheid. So, wie konnte ich das jetzt am besten? Ich habe noch einen Riesen, den könnte ich legen. Den legen wir auch, denke ich mal. Und dann am besten noch Sperrkobolde. So ist das gut. So, wir hätten die dreimal den Tower. Oder auch nicht. Aber ohne Witz, das juckt mich nicht. Ihr wisst Bescheid! Ha, wie er einfach nur mit der Lakaienhorde arbeiten kann, ne? Ha, richtig cool. Richtig cool. Das ist ein cooler Bursche, ne? Der kann's auf jeden Fall. So, da konnten wir mal mit den und dann Unfall. Jetzt würde ich sagen Valkyren, weil, ja. Das muss einfach. Wie, ich hab's euch ja gesagt. Er kann einfach nur mit der Lakaienhorde arbeiten, ne? Er kann halt einfach nur. Es ist einfach. Richtiger Spasti. So, jetzt aber, komm. Ja, das kann ich schon so. Ja! Frage der Zeit, Tendo, ey. Oh mein Gott. So. Ja. Ja. Gut. So, Kinners. Wenn wir uns jetzt mal die Trophäen anschauen.
Ich habe meinen höchsten Trophäenstand mal wieder erreicht, aber das muss ja nichts heißen, denn jetzt kann wieder der Zeitpunkt kommen, wo... Ich komme jetzt natürlich in die Quali rein, ne? Sollte klar sein, und da sind wahrscheinlich so Level 9er, Level 10er und wenn ich die gegen die kämpfe, dann verliere ich sowieso, deswegen... Wir gucken mal. Nein, wir sind noch nicht in der Quali. Okay, das heißt, okay. Dann eben nicht. Dann soll mich das auch nicht jucken. Ohne Witz. So. Jetzt lege ich die Valkyren vor. Dann den Riesen. Dann Sperrkobolde. Und dann die Kobolde. Okay. Er hat zweimal Barbaren legen können. Das ist natürlich krass. Heftiger Typ. Wie auch immer er das schaffen konnte. Aber okay. Das kann doch gar nicht sein. Er hat zwei Barbaren gelegt. Zweimal vier Barbaren. Das war doch kein Spiegel. Spiegel zieht doch immer ein Level ab, wenn du was legst, wenn du quasi etwas spiegelst. Aber die waren beide Level 7, diese Trupps. Das war... Wow. Heftig, heftig. Der Typ hat es auf jeden Fall drauf gehabt, glaube ich. So, jetzt lege ich gleich den Riesen vor. Dann... Ja. Bomber. Was jetzt wieder das Problem ist, dass die Valkyren, ne? Dass die Valkyren hier mal wieder nach vorn gelaufen ist. Das sollte sie nicht tun. Und jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir so richtig verkackt, glaube ich. Weil das ist, das schaffen wir nicht. Wie einfach der Magier immer noch lebt, ne? Es ist nicht normal. Es ist zu OP, es ist zu OP, ey. Ganz ehrlich, der Dreckspacker jedes Mal, ne? Warum kann man so, nur so OP sein? Das ist, weißt du, hält erstmal total viel aus. Das ist, ja, leg doch mal, ne? Klar. Ich meine, du hast ja erst eben gelegt, aber du kannst trotzdem legen, natürlich. Klar. Na, ja, klar, sicher doch. Klar. Es ist unfair. Es ist einfach. Es ist unfair. Was willst du dagegen machen? Es ist wirklich unfair. Du kannst da nichts gegen machen. Du kannst da nicht gegen gewinnen. Du kannst da nicht gegen vorgehen. Es ist unfair. Was soll man da machen? Ne? Aber okay. Kannst du nichts gegen machen. Ist einfach so. Es ist unfair. Es ist unfair. Ne? Also dann noch ein Päcker, dann noch ein Spiegel. Er treibt da noch mehr. Ja. Also, es ist, ne? Was soll man dazu sagen? Das ist so unfair. Ne? Kannst du nichts gegen machen. Nicht mit so einem Deck hier. Das geht da nicht. Ne. Ne? Kannst du nichts gegen machen. Ist einfach so. Vielleicht soll ich aber auch nicht die Riesen oder die, Valkyren da legen, dann. Sondern halt wirklich so meine kleinen Billigtruppen, so. Kannst du bitte mal legen? Weiß nicht, vielleicht soll ich das machen, dass ich die billigen Truppen verwende. Das weiß ich nicht, da müssen wir mal gucken. Ja, natürlich, natürlich, klar. Ja. Scheiß Lakaienhorde, ne? Dreckskacke. Ich habe die Kobolde nicht gelegt. Ich wollte sie nicht legen. Ich wollte sie noch nicht jetzt legen. Das meine ich. Ne? Ich habe einfach so nach links gehalten, aber ich habe die nicht losgelassen. Ich habe die Karte nicht losgelassen. Weißt du, das ist so... Verstehe ich nicht. Aber der Typ ist Level 7 und ist in keinem Clan drin. Jetzt frage ich mich, war der Typ überhaupt schon mal in dem Clan drin? Weiß der Typ überhaupt was ein Clan ist? Hat er schon mal davon gehört? Glaub nicht. So, falls jetzt hier die Lakaienhorde kommt,
Ja, bitteschön. Miststück. Gut, da muss ich jetzt einen Tesla legen. Hat keinen Sinn. Ich muss das Drachenbaby ablenken. Aber ich hab hier noch nichts abziehen können. Ich komme nicht durch. Ich komme einfach nicht durch. Es ist, es ist krass. Wie immer eigentlich, ne? Aber okay. Kann da nichts gegen machen, ne? So, jetzt lege ich noch eine Valkyrin hin, weil doppelt, ne? Hält ja besser, bekanntlich. Wenn er jetzt die Lakaienorden macht, dann, ah, natürlich sind meine beiden Valkyren gestorben, aber natürlich sind sie gestorben. Klar, sicher. Sicher doch. Klar. Aber natürlich. Hey. Brauchen wir nicht, ne? Aber okay. Ja, wir müssen auf Unentschieden spielen. Ich komme gegen diesen Typen nicht an. Tut mir leid, was soll ich dagegen machen? Kann da nichts gegen machen. Tut mir leid. Ja. Sag's, ich hab's doch gesagt. Ich komme so kurz vor Arena 5 und dann, zack, verkackt, 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 verkackt. Krieg's nicht mehr hin. Ich krieg's nicht hin. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Na? Kein Plan. Krieg's nicht hin. Es soll einfach nicht klappen. Es klappt nicht. Ich werde es einfach niemals schaffen, nach Arena 7, nach Arena 5 zu kommen. Es klappt nicht. Ich krieg's nicht hin. Es wird nichts. Es wird einfach nichts. Ich krieg's nicht hin. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Keine Ahnung. So kann ich eigentlich jeden Part nennen. Keine Ahnung. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich hier vorgehen soll. Ne? Aber okay. Ah, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Gut, ich glaube, das scheint zumindest ein halbwegs Dummbatz zu sein. Hoffe ich doch jedenfalls, dass er das ist. Ja, jedenfalls kommt... Natürlich. Ich wollte gerade sagen, jedenfalls kommen wir durch, ne? Im Traum. Ah, das war dumm, das war dumm. Was mache ich da? So, gut, jetzt ist der Tower auch weg. So gut wie. Oh, guckt ihn euch an, er ist krass, weil er die in der Mitte platzieren kann. Wow. Ey, der Typ ist ja echt krass, Alter. Übertreib mal nicht. Heftiger Typ. Ja, und da weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ja. Kein Plan. Ich kann höchstens ein paar bei den Tower nicht, und dann war es das auch wieder, ne? Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Ich komme einfach nicht durch. Das klappt einfach nicht. Ich komme nicht durch. Kein Plan. Vielleicht jetzt, wenn wir nach rechts spielen, aber... glaube ich auch mal nicht dran, ne? Nee. Ich weiß nicht. Können zwar ein paar Mal einen Tower hitten, aber... im Endeffekt... kein Plan. Natürlich. Du bist doch ein... ach, du bist doch ein... du bist doch eine... ach, du bist doch ein dreckiger... ach, du bist doch ein... Alter. Ach, du bist doch ein... ja, krass, ne? Da sieht man es mal wieder, ne? Kurz vor Arena 5 und schon verkackt er wieder, weil er hier nicht vorankommt. Geil, ne? Krass. Wow. Liegt bestimmt am Tesla-Turm. Locker. Weil ich das jetzt ausgewechselt habe. Ach, ist das ein Müll, Alter. Ist das ein Müll. Krasser Müll. Wow. Heftiger Müll. Wow. Jetzt mache ich einfach mal so random. Irgendwas randommäßig mache ich jetzt gerade so. Das, was mir gerade so in den Sinn kommt. Ich mache es mir gerade, wie mir einfach passt. Ja, jetzt kommt er mit allen Truppen an. Ist okay. Ist okay. Ja. Ja, genau. Ja, ja. Richtig. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Richtig. Ja. Habe ich schon gedacht. Genau. Ja, natürlich. Ja, ja, genau. Ja, richtig. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, krass, krass, krass. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Genau. Krass. Krasser Scheiß. Bestes Spiel. Wow. Heftiger Scheiß. Heftig. Ah, übertreib. Ja, genau. Übertreib. Ja. Naja. Na genau, ja auf jeden Fall. Ja, ja, richtig. Ja, auf jeden Fall, du kleine Missgeburt. Verdammter dreckiger Hurensohn, du bist eine Mann. Du bist eine Scheiße, Bastard. Dreckige Missgeburt, Alter. Dreckige Bastardgeburt, Alter. Dreckiger Hurensohn. Dreckige Missgeburt. Du dreckiger Hurensohn. Du dreckiger Hurensohn. Du dreckiger Bastard. Du dreckige Missgeburt. Du dreckige Missgeburt. Du dreckige Missgeburt. Du Hurensohn, Alter. Ja, Hurensohn, Alter. Bastard, Alter. Dreckiger Bastard. Eine Missgeburt, Alter. Drecksdecke, Hurensohn. Dreckiger Hurensohn, Alter. Dreckige Missgeburt. Wallerduellender Hurensohn. Missgeburt. Was für ein Hurensohn. Dreckiges Mistvieh, du Hurensohn. Dreckige Hurengeburt. Drecksbastardsohn. Bastard. So, bestes Spiel überhaupt. Ich bin raus, weg. Ciao.